Wenn es nachts kälter ist als draußen, sollte man lieber zu Fuß als bergauf gehen, weil es da nicht so dunkel ist. Obwohl bergauf ist eigentlich näher als zu Fuß und vor allem ist es wärmer als bergab. Aber für schwangere Jungfrauen ist es immer weiter als tagsüber. Nur für die drei lustigen Zwei wird es halt immer kälter sein als mit dem Zug, denn der Zug fährt schneller als im Stehen. Aber trotzdem braucht der Zug länger als im Flugzeug. Weil das Flugzeug im Wasser weiterfliegt als in Milch, ist ja auch kein Wunder, das Flugzeug ist morgens ja auch leichter als mit dem Zug. Man könnte aber auch mit dem Auto zu Fuß schwimmen. Das ist sogar billiger als in der Stadt. Aber das Beste überhaupt, man bleibt einfach daheim. Da ist es immer noch schöner als zu Hause. Die einzige Frage, die sich dann noch stellt, wo hat die Banane ihre Gräten? Ich finde ja, das war total übertrieben. Aber hey, irgendwas ist doch immer. Ja, in diesem Sinne, willkommen zurück zu Minecraft im Jahr 2018. Und meine Güte, war das eine lange Pause. Ja, zwischendurch sind mir auch 4, 5 Folgen verloren gegangen. Ich, Vollidiot, hab natürlich gelöscht, obwohl ich nicht aufgepasst habe, was ich hätte nicht löschen dürfen. Ja, das heißt, ich habe hier so 4, 5 Folgen lang schön rumgewerkelt und habe mit Christoph noch die Felder fertiggestellt. Aber Christoph ist heute gar nicht dabei. Deswegen stehe ich jetzt wieder hier, obwohl wir eigentlich in der Nähe waren. Das finde ich auch lustig. Guck mal, wie krank. Da schneit's noch und da ist abgeschnitten. Wupp. Ja, na gut, wie auch immer. Hier ist ein Wüstenbiom. Deswegen habe ich hier weder Regen noch sonst sowas, aber dafür spiegelnde Felder. Und hier hinten habe ich halt Schnee. Ja, Christoph ist nicht dabei. Er kann wohl nicht. Die ersten Felder haben wir schon platziert hier mit so Kleinkram. Und auch hier so mit brüchigem Stein, damit das alles ein bisschen passt von der Bewässerung her und so. Weil hier hinten hast du ja nur Eis und das friert dann immer wieder ein. Lange Rede, kurzer Hals. Christoph ist nicht dabei. Ich habe ein Intro gemacht, was irgendwie jenseits von Gut und Böse ist. So, das Problem, was ich habe, ist, Herrgott, noch eins. Was zum Henker ist denn schon wieder los mit der Welt? Gerade in 2018 angekommen, schießt H&M den ersten Bock ab. Und die Menschen regen sich drüber auf, als gäb's kein Morgen mehr. Leute, kriegt euch wieder ein. Ja, ich meine Güte, der arme Junge, das ist ja alles in Ordnung und es ist halt auch doof gelaufen, aber selbst die Mutter des Jungen hat jetzt sich wohl zu Wort gemeldet und in einem Interview gesagt, nun kommt mal wieder runter. Ja, aber es ist soweit, dass H&M-Filialen randaliert und auseinandergenommen werden oder dass in H&M-Filialen randaliert wird, jetzt ist das Wort richtig. Ach verdammt, jetzt komme ich da wieder nicht mehr raus. So. Da wurde randaliert und gemacht und getan. Und zwar in Afrika, witzigerweise. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, lief der Spot gar nicht in Afrika. Aber hey, Hauptsache erstmal schön Stunk fabriziert. Und Hauptsache erstmal Ärger gemacht. Naja. Das war so die H&M-Story, die sich, womit ich mich beschäftigt habe jetzt in den letzten Zeiten. Ach du je, ist das voll hier. Oh, guck mal. Ja, damit habe ich mich halt mal ein bisschen beschäftigt und habe mal geguckt, was dabei so rauskommt. Und offenbar kamen Endermänner dabei raus. Auf die Beine! Auf die Beine! Auf die Beine! Hahaha, auf die Beine! Auf die Beine! Auf die Beine! Auf die Beine! Da ist ja noch einer. Ja, offenbar ist es halt so, dass H&M jetzt ein Imageproblem hat. Aufgrund dieses, naja, unglücklich gewählten Pullovers, ja, beziehungsweise unglücklich gewählten Spruches auf einem Pullover, den dann ein junger Mann getragen hat, der halt zur Ausnahme mal keine weiße Hautfarbe hatte. Oh mein Gott, wie schlimm. Oh. Leute, ganz ehrlich, also da muss ich echt sagen, kriegt euch alle wieder ein, das ist totaler Quatsch. Ja, also, wie kann man sich denn da so drauf festbeißen, dass H&M sowas geschrieben hat. Ja. Herrgott, noch eins, dann haben sie es halt geschrieben. Das ist, aua! Ich brenne! Hups! Ich bin gelöscht. Ja, dann haben sie sich halt da vergriffen irgendwie, vielleicht auch unglücklich in der Wahl der, ja, in der Wahl des Models, in der Wahl der Kleidung. Das ist halt doof, ja. Ich meine, coolest monkey in the world oder coolest monkey in the wood oder coolest monkey in the whatever. Es ist ja alles irgendwie
Ja, mein Gott. In the Jungle, glaube ich, war es. Ja, mein Gott, damit kann man arbeiten, aber... Wollt ihr den jetzt echt so lange strafen? Der arme Marketingmensch, ich glaube, der hat jetzt in den letzten Tagen keine ruhige Nacht mehr verbracht. Der konnte auch nicht mehr schlafen, der arme Junge. Und wer weiß, vielleicht war er am Ende sogar dunkel. Vielleicht war er gar nicht hellhäutig. Weiß man's? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann gab's einen falschen Raketenalarm. Ich muss mal gucken, wo wir überhaupt sind und was uns hier alles erwartet. Und, ja. Dann gab's einen falschen Raketenalarm auf Hawaii. Ja, Missile Attacks. War aber nicht richtig. Der Alarm war verkehrt, der war falsch. Und ja, viele Leute haben richtig, richtig Angst gekriegt. Und haben aufgrund der Warnungen der Regierung, also offizielle Warnungen, zugesehen, dass sie Land gewinnen, dass sie sich in Schutzräumen verkriechen können und so weiter. Das Problem an der Geschichte war, der Alarm war falsch. Ja. Und man hat sich dann da halt hingestellt und hat gesagt, ja, war falsch. Hat aber die Leute nicht darüber aufgeklärt, was da jetzt genau vorgefallen ist und warum das passiert ist. Ja, irgendeiner muss ja einen Knopf gedrückt haben, ansonsten wird ja so ein Alarm nicht ausgelöst. Und das fand ich jetzt schon ziemlich hardcore. Uah! Wer bist denn du? Ja, also auch das ist hardcore, aber weißt du, die meisten Medien sagen dann immer von wegen, boah, das darf nicht passieren, bababa, vor allem die Mainstream-Medien. Und hinterher stellt sich raus, dass alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht ist. Tja, und in dem Falle war es halt schlichtweg einer, der sich böse vergriffen hat. Ja? In den meisten Fällen vergreifen sich diese Menschen ja im Ton, diesmal hat er sich halt im Knopf vergriffen. Sowas passiert, das kommt vor. Huch! So schnell? War das nur eine Lage? Ja, ist dann nicht schlecht. Regnest du noch? Ja, du regnest noch. Oh, stupid text. Der TK hat den mal gebastelt, den Song. Vor langer, langer Zeit. Vor ganz langer Zeit. Ja, wir wollten eigentlich ursprünglich durch die Welt ziehen. Hi, I'm Mike. The natural synthetic voice from the AT&T Lab. Aber ich höre mir das erst noch an. So. Lola and Leon are not as realistic as I am, but they can sing. An ability which I have not. Es regnet nicht mehr. This little demonstration track is brought to you by T&M. Jawohl, meine Güte, das ist so lang her. Das ist so lang her, diese Musik. Eieieiei. Da hat sich der Tiger damals aber selber übertroffen mit diesen Klamotten. Das war schon was ganz, ganz Feines. Zumindest zu der Zeit. Ja, also das ist jetzt mal gut. Naja, was soll man... 12 Jahre ist das bestimmt schon her. Und Background-Music, das konnte der Tiger schon immer. So, wir wandern jetzt mal ein bisschen durch die Welt. Ein bisschen ziellos umher. Und finden da auch gleich ein Dörfchen, was gar nicht so verkehrt ist, weil die können wir gleich mal ausrauben. Warum können wir die ausrauben? Erstens, weil wir es können. Zweitens, weil wir es brauchen für unsere Felder. So schnell geht's. Du Dieb! Ja. Wie es in dieser Welt halt schon immer gang und gäbe ist, ne? Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, naja, es gibt aber auf jeden Fall jetzt andere Möglichkeiten in Bezug auf Minecraft bei mir und bei diesem Kanal. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt selbsttätig anfange, meine Update-Packages zu entwickeln und aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal, auch vor der Folge 2000, denke ich, werden wir schon ein Update fahren und schlichtweg einen Weltenneustart hinlegen. Kannst du in die Comments schreiben, ob das irgendwie gewollt ist, dass wir hier... einfach mal ein dickes Update machen und eine neue Welt starten oder ob wir an dieser hier weiterarbeiten wollen. Ihr seid ja krank. Wer belästigt denn dich?
So. Hihihi. Dann hast du noch nicht mal XP-Puppe. Ist ja traurig. Ja, also. Könnt ihr ja ansagen, wie das aussieht. Also ich persönlich tendiere zu einem Weltenneustart, einfach um die Version von Minecraft auch ein bisschen zu erhöhen, um ein bisschen mehr Leben in die Welt zu bringen und so weiter. Ich habe da schon so die ein oder andere Idee, die ich mir zu Gemüte führe in den letzten Tagen. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe für diese doch enorm lange Pause, weil ich viel an der Umgebung arbeite. Und da versuche halt am Ende irgendwie was Gescheites bei rauszukriegen. So, können wir uns hier irgendwie mal hinlegen im Moment? Ich habe doch hier bestimmt meinen Schlafsack mit, siehst du? Ja, machen wir das mal ins Helle hier. Fupp. So, einfach nur, damit wir hier auch wieder ein bisschen mehr Leben in die Hütte kriegen, macht es vielleicht sogar Sinn, einfach mal einen ordentlichen Neustart hinzulegen, weil wir haben eine ganze Zeit lang nichts gemacht und dann haben wir eine Zeit lang hier in dieser Welt rumgearbeitet. Und wenn ich mir die Version angucke, die Historie hier, wir haben in der Version 1.6.4 über 1000 Folgen Minecraft gemacht. Ich denke schon, dass es langsam Zeit wird für was Neues. Deswegen einfach in die Comments hauen für die Leute, die fähig sind zu kommentieren. Einfach mal reinschreiben, macht es Sinn? Würdest du dir einen Neustart wünschen? Oder nicht. Ja, also ich habe eine Mod-Umgebung aufgebaut, die, ja, wie soll man sagen, etwas harmonischer ist. Aus meiner Sicht. Also, wo die Mods auch miteinander etwas besser harmonieren, was nicht ganz so buggy ist. Wobei ich sagen muss, also, wir können uns eigentlich über Bugs nicht mehr beschweren. Seit den letzten großen Aktionen ist ja viel passiert. Und von daher mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so die großen Gedanken drüber. Also, wir können eigentlich eine Menge tun. Aber, wie man es nimmt, man muss es wissen, ob es Spaß macht oder nicht. Oder ob es dir Spaß macht oder nicht. Einfach eine neue Welt zu starten, nochmal von vorne anzufangen. Mit anderen Mods, also schon mit einem ähnlichen Grundgerüst, aber irgendwie anders. Mich würde es halt doch schon in den Fingern jucken. Ja. Auch vielleicht ein bisschen andere Optik, Texturen bleiben vielleicht weitestgehend die gleichen, aber Shader-Technik ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, ein bisschen angenehmer für die Augen, wobei das ja hier auch nicht unangenehm ist. Und so weiter. Ja, und hier sowas hier vermeiden, Lichtbugs etc. Also ich wäre schon gewillt. Ja. Die Frage ist nur, was für eins? Das Life in the Woods-Paket hatte ich auch im Sinn. Mit Anpassungen könnte ich sogar damit leben. Ja, da würde ich dann einfach noch das ein oder andere reinschmeißen, was mir persönlich halt fehlen würde sonst. Und dann einfach mal loslegen. Ja, kannst du mal ansagen. Was hältst du davon? Tobu. Sweet Story. Hui. Mahlzeit, Mahlzeit. Ich bin ein Bärensammler. Können wir den mitnehmen? Nee, ne? Nö. Haben wir irgendwie die Möglichkeit hier mit einer Behutsamkeit oder so? Nee, ne? Nö, leider nicht. Schade. Ich hätte es sonst einfach mitgenommen. Jo, naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, dass ich halt tatsächlich einen Neustart im Sinn habe, aber noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll, wie ich es einstellen soll, in welche Richtung es gehen soll, weil ich würde halt ganz gern auch so ein bisschen dafür sorgen, dass wir uns nicht so sehr reinreden lassen. Also das Let's Play nicht mehr darauf einstellen, dass immer einer dabei sein muss. Ja. Aber auch nicht so darauf einstellen, dass es nur solo funktioniert. Dennoch in seiner Entwicklung nicht gehemmt wird. Weißt du, das ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn man sowas versucht. Das ist zwar möglich, aber das hat halt unglaublich viel Einarbeitung zur Folge. Also man muss halt wirklich schon darauf achten, dass man, wenn man Projekte aufstellt,
entweder, dass sie komplett zu Ende gefahren werden. Ja, so dass man halt auch ein Bauprojekt wirklich mal sauber durchzieht und dann beendet. Oder aber eben, dass man die Projekte so drauf einstellt, dass sie solo sind. Also so, dass man halt auch alleine arbeiten kann, ohne jemanden in die Quere zu kommen.